Hallo und herzlich willkommen zum 72. Droidboy Podcast. Ich bin froh, dass wir zum dritten Mal zusammensitzen. Aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal. Auf vier macht Spaß, auf fünf wird's gut. Das erste Mal war vor 2,5 Jahren. Da hast du erzählt, wie du einen süßen kleinen Solution Space 1 am Brüsseler Platz aufmachst. Das zweite Mal war Solution Space 2, der nicht umgesetzt wurde oder was auch immer. Erzählst du uns gleich vielleicht ein bisschen was dazu, was da passiert ist oder wie sich das entwickelt hat. Und jetzt sitzen wir bereits, und das ist eigentlich etwas Positives, weil beim zweiten Mal haben wir nur über etwas Theoretisches gesprochen. Jetzt sitzen wir in der Tat im Solution Space, Innovationshaus am Dom. Richtig. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ihr beiden. Ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze hier mit Steffi und mit Sarah. Hi. Hi. Diesmal zu zweit, was auch eine Veränderung ist beim dritten Mal. Ja, wir sitzen auch beim dritten Mal zu dritt, ist ja auch was Schönes. Und man sieht hier direkt auf den Dom, was unfassbar ist. Entschuldigung. Alles gut? Das ist permanent so, ja. Sehr schön, sehr schöner Klingelton. Wir befinden uns hier im Solution Space Innovationshaus am Dom, direkt im Dom nebenan. Mhm. Und meine erste Frage, wie geht's euch? Der einen Seite wunderbar, gut, total so ein bisschen schon überdreht, weil es nach dieser ganzen Stresszeit einfach geil ist, da zu sein, anzupacken, umzusetzen. Und auf der anderen Seite einfach mega müde, erschöpft, weil es eine krasse Arbeit ist. Und wir haben jetzt, wir bauen ja 2 Etagen um, irgendwie pro Etage 600 Quadratmeter. Und ich hatte jetzt das Glück in Anführungszeichen, dass ich super viel Papierkram auch machen muss und so weiter und kommunizieren und so, dass ich jetzt nicht Vollzeit permanent am Ackern war, aber so der Rest des Teams hat echt hier alles gegeben und mich hat das zwischendurch Teppich rausreißen und Tapete abmachen und dann wirklich immer von 9 bis abends 10, teilweise 11 Uhr, das ist doch anstrengend. Aber okay. Das Geile ist, wir sind mega motiviert, wir sind echt ein gutes Team. Und wie viel Prozent der Arbeit habt ihr hinter euch, bis ihr aufmachen könnt? Von unserer Arbeit, wo wir selber Hand anlegen, würde ich mal sagen 80%. Okay, bist du. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ist ein Ende in Sicht. Das ist das Gute. Ja. Ist ein Ende in Sicht. Wenn ihr einfach mal kurz sagen wollt, es gibt sicherlich welche, die hören zum ersten Mal einen Podcast über den Solution Space. Was ist der Solution Space? Der Solution Space, also erstmal hört bitte noch die anderen beiden Podcasts. Und ansonsten der Solution Space jetzt hier am Dom ist ein Innovationshaus. Wir starten auf einer Fläche von 1800 Quadratmeter, erweitern uns dann auf 3000 Quadratmetern. Und im Endeffekt geht es darum, Menschen und Ideen einen Raum zu geben. Okay. Das heißt, wir haben hier kleinere und größere Büros, wir haben Gemeinschaftsflächen, Workshopräume, ein Café, eine Werkstatt, alles Flächen, wo man an seinen Ideen, an seinen Unternehmen arbeiten kann, wo man aber auch unheimlich viele Möglichkeiten hat, anderen Menschen zu begegnen, die dann einen unterstützen oder bei denen man selber mal reinschauen kann, was die so machen. Okay. Und das Tolle ist, neben den Rollen, die wir anbieten, bringen wir natürlich auch die Menschen zusammen. Das heißt, wenn du hier das erste Mal reinkommst, fragen wir, hey, wie geht's dir und an was arbeitest du? Und auf was hast du Bock? Was willst du vielleicht mal später machen? Mhm. Wobei brauchst du selber Hilfe und wobei kannst du anderen helfen? Okay. Und dann vernetzen wir die Menschen. Also ihr seid eine Bürogemeinschaft, ein Bürohaus, ein Bürospace. Und noch ein bisschen mehr. Und ein Coworking Space. Und dazu noch nicht nur sozusagen der Ort, sondern auch irgendwie Methode. Ja. Kann man das sagen? Ja, ja. Okay, also bei euch mietet man nicht einfach nur einen Büroraum, sondern man kommt wohin, wo mit einem was passiert. Genau. Also wir haben ja auch ein Café, ein internes. Mhm. Und das soll schon quasi die zentrale Stelle von dem Haus sein. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann kann ich schauen, wer ist eigentlich hier im Haus und treffe mich am idealsten direkt im Café mit den Leuten, tausche mich aus und habe am Ende des Tages schon mein halbes Konzept fertig sozusagen oder mein Team schon zusammen. Das ist halt so das Ziel. Mhm. Genau, wir werden dann auch natürlich verschiedene Veranstaltungen haben,
mit dem Ziel, die Menschen zusammenzubringen, zu schauen, dass die Menschen sich kennenlernen und gemeinsam Innovationen entwickeln. Okay, sehr cool. Das klingt natürlich total schön. Beim letzten Podcast klang es auch sehr schön, was du vorhattest. Mhm. Ich habe es mir heute Morgen nochmal angehört. Die erste halbe Stunde ist toll, weil da erzählen wir noch Dinge und danach quatschen wir bloß noch so rum. Da hätte ich wegschneiden können, aber trotzdem war das interessant. Jetzt stellt sich natürlich aber doch die Frage, was hat so lange gedauert oder warum hat das beim ersten Mal nicht so richtig funktioniert? Du meinst das erste Mal mit dem 2.0 Space, ja. Genau. Also ansonsten, was die Dienstleistungen und so angeht, da sind wir trotzdem gut weitergekommen. Was jetzt das Arbeiten in Teams für Konzerne und Unternehmen angeht, das machen wir ja auch schon. Den Solution Space 1 gibt es ja, das heißt, genau. Eure Arbeit hat da ja auch durchaus getan. Bei dem zweiten Space war es ja so, wir waren in diesem wunderhaften Traumobjekt beim Kaiser-Wilhelm-Ring dabei, haben da ein Jahr lang viel Zeit, viel Energie, viel Geld reingesteckt. Und in letzter Sekunde ist es dann tatsächlich gescheitert. Es ging darum, das war eine Fläche, die war doppelt so groß wie, das waren 7.500 Quadratmeter, mitten auch in der Innenstadt. Und dort hatte der Eigentümer gesagt, verständlicherweise, wir brauchen aber einen großen Mieter, der dort mit hinzieht. Und glücklicherweise, auch wieder glücklicherweise, hatten wir jemanden gefunden, der dort einziehen wollte, der auch nicht nur Lust hatte, normaler Mieter zu sein und sich zurückzuziehen, sondern auch jemand, der sich dem Ganzen öffnen wollte, der partizipieren wollte, der ja auch unterstützen wollte und mit den Leuten vor Ort gemeinsam was irgendwie unternehmen wollte. Und aufgrund der baulichen Maßnahmen, die dort geplant waren, die dann nicht zeitlich durchgeführt werden konnten und so weiter und so fort, konnte dann das Timing nicht eingehalten werden. Und der Mieter hat gesagt, sorry, ich bin auf mein Timing angewiesen, ich muss in meinen alten Räumen zum Zeitpunkt X raus. Und wenn das Timing nicht mehr gehalten werden kann, dann funktioniert es leider nicht. Okay. Und dann ist da alles zusammengebrochen im Prinzip. Das war auch echt richtig, richtig hart, so die Zeit danach, weil es waren so viele Menschen, die auch da schon Lust drauf hatten, einzuziehen, die das unterstützt haben. Das war einfach so schön, da das erste Mal diese Energie zu spüren von Menschen, die jetzt wirklich gemeinsam was machen wollen, die zusammenkommen. Und dann irgendwie zu erfahren, so, das geht jetzt doch nicht. Das war echt erstmal so okay. Ein Jahr jetzt gearbeitet oder eineinhalb, da permanent Energie reingesteckt, Leute gesucht und dann war irgendwie alles aus. Und klar, die Überlegung war nahe, da zu sagen, okay, lass ich es jetzt einfach, höre ich auf, ich habe jetzt keine Lust mehr, es war eine anstrengende Scheißzeit, gebe ich einfach auf, ziehe mich zurück, mache weiter als Freelancer mit meinem Service Design, da verdiene ich mehr, da muss ich weniger arbeiten. Solution Space 1 funktioniert ja. Solution Space 1 funktioniert, warum soll ich mir den Kampf irgendwie und die ganze Action antun? Und habe dann auch echt mich erstmal so ein bisschen zurückgezogen, musste das erstmal verdauen. Klar, war natürlich auch sehr enttäuscht, aber... Hast du das damals noch alleine gemacht? Dieses Projekt Solution Space 2 in der Phase, ja, Solution Space 1, nein, habe ich nicht alleine gemacht. Das war ganz, ganz toll, ganz am Anfang. Klar kamen immer wieder Leute dazu, die gesagt haben, so, ich möchte irgendwie mitmachen. Ich finde das auch, das Thema 2 total gut. Und klar, wie es so ist, viele Leute wissen nicht, was auf sie zukommt, wenn es heißt, gründen, Unternehmen aufbauen. Die haben erstmal irgendwie hauptsächlich den Spaßfaktor im Kopf und auch da, was das Team anging, kamen viele dazu, sind wieder viele weggegangen, dass auch irgendwann auch in diesem Bereich ein Punkt der Enttäuschung entstand, wo ich gesagt habe, so, okay, dann mache ich das jetzt alleine, ich suche gar nicht mehr weiter und ich suche einfach nur noch jemanden, der beim Space 1 unterstützt und da mit mir das gemeinsam macht. Und dann kam die Sarah irgendwann rein, spaziert und sagte so, ja, cool, ich finde das gut. Erzähl du doch einfach mal. Ja, also ich hatte irgendwann noch die Frage gestellt, wer bist du eigentlich, woher kommst du? Weil du warst beim ersten Mal noch nicht dabei. Und bist du nie wieder weg? Ich gehe nie wieder weg, nein. Das ist super. Das heißt, du bist praktisch dazugekommen, als der Solution Space 2, als klar war, der Solution Space 2 funktioniert nicht mehr, du bist in Solution Space 1 reingelaufen, dachtest so, schön. Nee, ich bin schon ein bisschen früher. Okay. Also der Solution Space 1, den gab es, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr. Und da hatte ich mich auch gerade selbstständig gemacht. Ich bin Entwicklerin.
Und die Steffi hat jemanden gesucht, der ihr da ein bisschen Unterstützung gibt. Und ich hatte das echt nur durch Zufall irgendwie mitbekommen und dachte so, yeah, zu Hause arbeiten ist voll nicht mein Ding. Vereinsamung, wie das halt jedem irgendwie so geht, ne, der so als Freelancer arbeitet. Ja, dann bin ich halt da rein und seitdem arbeiten wir zusammen in Solution Space 1. Und das war eigentlich ganz lustig, weil wir das am Anfang gar nicht gecheckt haben, dass wir so gut harmonieren. Also es war halt am Anfang so, dass wir uns halt immer abgewechselt haben, um den Space 1 zu betreuen. Und dann fing das ja so langsam mit dem zweiten Space an und dann habe ich das so ein bisschen mitbekommen, wie es der Steffi so geht und habe gefragt, hast du da eigentlich ein Team und wie läuft das eigentlich und was machst du da und soll ich dich irgendwie begleiten oder unterstützen oder und irgendwie kam das dann, ich weiß nicht genau wie, auf jeden Fall haben wir irgendwie auf einmal gecheckt, wir ticken genau gleich, wir haben die gleiche Vision und wir funktionieren zusammen total gut. Und dann war irgendwie klar, wir machen das und seitdem rocken wir das. Und das ist wirklich, ja, toll. Also es ist egal, was wir machen, auch es gibt ja auch immer so schwierige Phasen, wo viele Teams gar nicht drauf klarkommen und dann irgendjemand geht oder man sich da nicht versteht. Aber wir schaffen selbst in Krisenzeiten, kriegen wir das einfach hin, dass wir uns zusammenraufen, miteinander sprechen und es einfach läuft. Also es ist cool. Was hast du für Aufgaben hier? Was habe ich für Aufgaben? Also eierlegende Wollmilchsau. Wir machen eigentlich alle alles. Ich habe gerade gesagt, du bist eine Wollmilchsau. Ja, das ist der Spruch von der Steffi. Die kommt die ganze Zeit, heißt es irgendwie, die Sarah kann alles. Wenn ihr irgendein Problem hast, macht die Sarah, die kann das. Echt, so den einen Tag haben wir mal wirklich gesagt, so, wir müssen jetzt eine Strichliste führen, weil es war so, oh, ich komme da nicht weiter. Und die sagt, lass mich mal gucken, Problem gelöst. Und ich so, irgendwann dachte ich so, jetzt überlege ich mir mal was. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas total Kniffliges, wo wir schon seit Wochen dran hingen. Ich so, ja, Sarah, ich komme da nicht weiter. Die so, Moment mal. Dann so, tipp, überleg, und bam, auch gelöst. Das war echt cool. Ja, also momentan machen wir wirklich vieles zusammen. Stefanie ist momentan mehr in der Kommunikation nach außen und ich mache gerade so die Webseite und das Ganze. Einmal ganz kurz rein. Ich glaube, das ist ein Gast, der vor der Tür steht. Kein Problem. Dann frage ich dich noch ein bisschen aus. Ja. Genau. Okay, vielleicht sag mal noch ein paar Hard Facts zum Solution Space. Also, wie groß, ab wann kann man einziehen, was kosten die Räume? Ja, wie groß? Also wie gesagt, wir starten mit 3000 Quadratmetern, haben die Option, auf 5000 Quadratmeter hochzugehen. Mhm. Dazu kommt dann noch später eine Dachterrasse, die ich jetzt nicht mit eingerechnet habe. Mhm. die wird aber noch gebaut, es ist noch nicht da, wird aber hoffentlich noch diesen Sommer irgendwie nutzbar sein. Okay. Wir beten. Ab wann kann man einziehen? Theoretisch kann man jetzt schon seine Büros herrichten, wenn man das möchte. Momentan liegt noch kein WLAN. Das ist das Einzige, was jemand davon abhalten könnte, hier zu arbeiten. Wenn jemand möchte, es gibt hier auch einen Hotspot, kann man trotzdem hier arbeiten. Ja. Sobald das WLAN liegt, kann man hier auch direkt komplett arbeiten. Die ersten Leute, die ziehen ja schon ab dem 1. Juli ein. Und bis dahin liegt dann auch das WLAN. Cool. Und was kostet ein Raum? Also der günstigste Raum wäre für mich, Raum also, welche Größe? Genau, wir haben Bürogrößen von Größe S bis Größe L. Mhm. Die kleinsten Büros, die kosten 410 Euro. Mhm. Das größte Büro kostet 895, glaube ich. Okay. Oder 795. Bei den Preisen sprechen wir immer über All-Inclusive. Also genau. Wasser, Putzfrau, Strom, Elektrizität, WLAN. WLAN, Strom, Elektrizität, WLAN. Genau, wir haben ja unten dann noch einen Empfang, der ist von 9 bis 18 Uhr besetzt. Also es ist auf jeden Fall so, dass hier nicht einfach jeder ins Haus hereinspazieren kann. Und auch wenn man Gäste hat, ist halt von 9 bis 18 Uhr immer jemand am Empfang, der berät die Menschen, erklärt, wie das hier so funktioniert. Hat einen Plan, wo jemand sitzt und so weiter. Okay. Kümmert sich um die Gäste und so weiter. Und das ist auch halt mit da drin. Und die Post, der Postempfang ist auch mit da drin. Und die Mieter bekommen irgendeine Art von Zugangssystem, einen Schlüssel oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also wir werden hier ein Zugangssystem einrichten. Das ist dann eine Karte und auf der Karte ist dann eine Berechtigung drauf. Das heißt, ich kann mit der Karte auch wirklich nur in mein Büro oder halt in die Gemeinschaftsflächen.
Okay. Wir werden ja auch, genau, das habe ich auch gerade vergessen zu sagen, wir haben ja auch noch ein paar Workshop-Räume. Mhm. Das heißt, das ist das nächste Thema, sehr spannend. Die festen Mieter haben auch einen Zugriff auf die Workshop-Räume kostenlos. Natürlich mit einem bestimmten Kontingent. Und auch darüber wird dann das Zugangssystem wird auch darüber dann gesteuert. Okay, das ist ein Chip oder? Genau, eine Karte. Eine Karte, okay. Drin, ja. Ja, sehr cool. Es wird alles mit NFC ausgestattet. Mhm. Also jede neue Klinke. Und wenn du ein NFC-fähiges Handy hast, später im nächsten Schritt kannst du die Karte quasi abgeben und kannst du sogar ein Handy nutzen. Extrem sympathisch. Ich als großer NFC-Fan mit meinem Nexus 4. Lass uns mal ein bisschen über die Veranstaltungen reden, die ihr hier machen werdet, weil ich habe schon den Plan schon gesehen. Es gibt Veranstaltungsräume oder einen großen Veranstaltungsraum, Workshop-Räume. Welches Konzept habt ihr da? Was meinst du mit Konzept? Ob wir uns schon überlegt haben, was wir selber als Veranstalter durchführen oder ob wir irgendwie einen Schwerpunkt legen? Genau. Was bedeuten für euch Veranstaltungen? Veranstaltungen bedeuten für uns sehr, sehr viel. Zum einen werden auf gewissen Veranstaltungen Kompetenzen weitergegeben. Menschen werden zusammengebracht. Das ist ein ganz großer Networking. Oh, Tom Gerhard, wie witzig. Tom Gerhard? Ja. Hast du den auch auf der Party getroffen? Ja. Ich habe mich so lange mit ihm unterhalten. Er ist echt super nett, ne? es ist einfach ein Zeitpunkt, wo Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen. Von daher ist es für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dieser ganze Punkt Veranstaltung. Wir unterteilen das einmal in Veranstaltungen, wo tatsächlich Wissen vermittelt wird, also irgendwelche Workshops, Seminare und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Veranstaltungen, klar, die einfach Spaß machen sollen, wo die Menschen mal ihren ganzen Berufsalltag vergessen dürfen und einfach mal sich lösen können, um anderen Menschen zu begegnen, die kennenzulernen. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Bereich von größeren Veranstaltungen, wo Diskussionen geführt werden, wo wirklich Experten zusammenkommen, um über Themen auch aufzuklären. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine Brücke, die geschlagen wird zwischen ja, verschiedenen Arbeitswelten oder Kulturen, sei es jetzt irgendwie Freelancer und Startups zu Konzernen und Unternehmen oder von der Konzern-Unternehmenswelt irgendwie zur Politik. Und da sind Veranstaltungen für uns schon sehr wichtig. Okay. Wenn man Veranstalter ist, kann man sich an euch wenden? Ja, natürlich. Okay. Was habt ihr für Räume zur Verfügung? Also einmal den großen Veranstaltungsraum. Wie groß ist der? Womit ist der ausgestattet? Das sind 188 Quadratmeter. Mhm. Es wird dort eine kleine Bühne geben. Klar, dann so Beamerflächen, bla bla bla. Alles okay. So irgendwie Mikro oder so? Genau, Mikro ist vorhanden. Mhm. Bestuhlung ist da. Wie viele Personen maximal? Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie man das gestaltet. Okay, aber sagen wir mal so 100 oder? Ja, ungefähr. Ja? Okay, und wenn man eine Veranstaltung abends hat, sitzt dann noch jemand im Empfang oder wie funktioniert das? Weil ich glaube, der Veranstaltungsraum ist in der ersten Etage, ne? Genau. Also das wird der Empfang wird der Einlass so. Der Einlass wird auf jeden Fall geregelt. Okay, ja, ist ja eine wichtige Info für die Veranstalter, ne? Wenn die einen Tweet-Woche machen wollen oder wie jede andere Veranstaltung halt, auch wenn es auch gar nichts... Über Tweet-Woche haben wir sogar noch mal nicht geredet. Ja? Ja. Cool. Vielleicht findet ihr hoffentlich mal wieder einer statt, weil es war schon lange keiner mehr am Start. Ja. Ja. Okay. Sehr cool. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Facts irgendwie drin. Wir wissen, wann ihr wie aufmacht. Ah, genau. Richtig, genau. Dann, genau, ich schneide hier jetzt einfach mal. Der grüne Space. Schöner Übergang machen. Du hattest vorhin gefragt, was ich hier noch so mache oder so meine Aufgaben sind. Wir haben vorher noch drüber gequatscht, kurz als du dich um den Olli gekümmert hast und so, habe ich gefragt, was machst du denn hier und so. Und einer deiner Steckenpferde ist es auch, dass du dich um alles kümmerst, was irgendwie grün ist. Was genau meinst du damit? Genau, also es geht uns schon sehr viel um Nachhaltigkeit hier und auch um der Do-it-yourself-Charakter. Aber auch generell die Fragestellung, wie kann ich meinen Arbeitsalltag oder auch so ein ganzes großes Gebäude nachhaltig gestalten. Mhm. Also es ist ja schon, dass man im Büroalltag sehr viel Müll produziert oder auch bei Veranstaltungen sehr viel Müll produziert wird. Und es gibt immer nachhaltige Lösungen, aber mit denen muss man sich erstmal auseinandersetzen. Mhm. Das ist schon unser Ziel, herauszufinden, wie kann man das am besten machen, dass es halt aber trotzdem Spaß macht und jetzt nicht den Mega-Öko-Charakter hat, sondern einfach
normal integriert wird und keiner denkt, oh Gott, ich bin hier in der Öko-Hölle oder so. Genau, ich hatte ja auch vorhin schon erzählt, dass wir eine Dachterrasse haben. Mhm. Wir wollen dann auch mal schauen, dass wir da verschiedene Dinge anpflanzen, die man dann auch direkt im Café verwenden kann. Mhm. Kräuter oder was auch immer, muss man mal gucken. Und darüber werden wir dann auch bloggen, den Leuten erzählen von den Erfahrungsberichten und einfach mal schauen, wie das ankommt. Und wenn ein cooles Konzept bei rumkommt, kann man das dann halt auch später als Service anbieten. Wenn das Dach fit ist, bist du auch herzlich eingeladen. Yeah, super, cool. Wir müssen leider nur den Umbau ein bisschen verschieben, weil da jetzt noch der Film ja gedreht wird oben. Da wird ein Film gedreht mit Anthony Hopkins. Mhm. Wie cool ist das denn? Ja. Ah, sehr cool. Wahrscheinlich wirst du auch in Bildern twittern, also bald dann soweit ist mit Anthony, wenn Anthony die Bühne betritt. Ich hoffe, wir bekommen Bilder von uns. Ein Selfie mit Anthony Hopkins wäre schon ganz cool. Ja, ne? Das wäre cool. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen kritischer, aber beim Clusterhaus ist es ja so, da hat man halt einen Mietvertrag für 6 Monate und wenn jetzt die Herrschaften Immofinanz entscheiden, wir bauen das Gebäude um, dann ist es Schluss mit dem Clusterhaus. Mhm. Wie sieht es denn perspektivisch hier aus, im Solution Space? Ja, also bei uns ist es so, das hast du ja vielleicht auch schon in Stadtanzeiger und so gelesen, dass dieses Areal ja nochmal ein bisschen umgestaltet werden soll. Die ganzen Strukturen, die hier sind, hier steht viel leer, hier ist alles schon so ein bisschen älter auch. Und es ist so, wir hier im Gebäude haben jetzt einen Mietvertrag bis Ende 2016, wo wir jetzt Zeit haben, einmal auch vor allen Dingen für uns zu gucken, funktioniert das und übernehmen wir uns nicht. Weil wir fangen jetzt echt mit einer Fläche von 1800 Quadratmetern an und erweitern auf 3000. Und das ist echt schon eine ganze Menge Holz, was wir da stemmen werden. Genau, und nach diesem 31.12. ist der Mietvertrag dann unbefristet. Das heißt, dann wird entschieden, ob es hier weitergeht, wie es hier weitergeht. Und das Gute ist vor allen Dingen auch, dass wir mit dem Eigentümer, also der kennt jetzt das Konzept, der hat sich damit erstaunlicherweise mega krass auseinandergesetzt. Wir haben ganz viel drüber diskutiert, der hat da ein totales Interesse dran. Und er war es ja auch, der tatsächlich auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hören Sie mal, Frau Weidner, Frau Gamatz, hier ist ein Gebäude, was leer steht. Ich finde Ihr Konzept gut. Es ist wichtig, dass es solche Konzepte gibt. Ich finde es total fantastisch. Gucken Sie sich das Gebäude an. Eigentlich sollte es nicht weitervermietet werden, aber wenn Sie es haben wollen, dann kriegen wir es schon irgendwie auf die Beine gestellt. Okay. Jetzt so in den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, in den Situationen, wo wir uns ausgetauscht haben, hat er auch nochmal ganz klar deutlich gemacht, dass er an einer sehr, sehr langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist und auch noch weitere Möglichkeiten sieht, wie man in Zukunft zusammenarbeiten kann. Das ist schon ganz gut. Okay, aber das bedeutet jetzt erstmal, für wie lange kriegt man hier einen Mietvertrag? Wenn man will, bis zum 31.12.2016. Okay, das heißt, man ist dann auch sozusagen garantiert hier drin. Ja. Und das wird dann nicht auch bei der Neugestaltung erstmal abgerissen oder sonst irgendwie verschoben oder was der Teufel war, sondern ihr seid erstmal sicher. Bis 2016 hier. Genau. Ihr habt auch Verträge unterschrieben, die euch das garantieren. Ja. Ihr kommt hier auch nicht mehr raus, das heißt, ihr werdet gezwungen, durchzuführen. Nicht wie beim letzten Mal, irgendwie so passiert so. Ne? Nee. Also, man sieht auch, wir finden uns ja in den Räumen des Solution Space. Du hast hier schon gestrichen. Ja. Das ist hier dein Büro. Genau, also wir sind auch wirklich jeden Tag hier, wir arbeiten hier. Und das passiert und was wird mit dem kleinen Solution Space passieren? Wird irgendwann eingestellt oder bleibt ja? Der bleibt ja aktuell bestehen. Mhm. Und da müssen wir jetzt gucken, wie es weitergehen wird. Es gibt da den Eigentümer und den, ich nenne immer Verwalter, Ansprechpartner, der auch quasi im Haus wohnt. Mhm. Und beziehungsweise dieser Verwalter, der auch in dem Haus wohnt, ist momentan etwas anstrengend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ging es so weit, dass wir gegen ihn Strafanzeige erstatten mussten. Okay. Und auch gegen seine Frau, was wirklich sehr, sehr unangenehm war. Und wo wir jetzt einfach in der Position sind und sagen, wir müssen ab einem gewissen Grad einfach unsere Mieter auch schützen. Und entweder die verhalten sich jetzt korrekt und normal oder wir geben halt das einfach auf. Okay, krass. Das heißt, längerfristig vermutlich dann eher auf einem Space. Erstmal dann hier, genau. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Dass ihr mich eingelassen habt. Ja. Und ich freue mich hier
mal hier vorbeizuschauen. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Und du darfst auch gerne zwischendurch mit den Tonraum nutzen. Ja, das hätten wir auch noch fragen können, ne, was unterschiedliche Räume gibt. Es gibt nicht einen Tonraum, also mehrere Tonräume. Aufnahmeräume, genau. Die richtig cool isoliert sind, haben wir schon ausprobiert. Großartig. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.